Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Design am Start und heute mit dem Sammlerguide. Ich will euch endlich Fakten auf den Tisch legen, wieso man mit der Sammlerrolle sich solo in kürzester Zeit extrem reich looten kann. Das bedeutet, als erstes gibt es die Begründung, wieso der Sammler am besten ist, um an einfaches und schnelles Geld zu kommen, wie man ganz schnell auch als Anfänger zum Sammler wird und wie ihr damit ganz schnell an die fette Kohle kommt. Inklusive einiger hilfreichen Tipps und Tricks. Dieser Guide hier wird auf jeden Fall etwas länger dauern, deswegen solltet ihr euch die Sign-Like, die Popcorn schnappen und es euch etwas gemütlich machen. In diesem Guide werden unter anderem noch einige sehr hilfreiche und wichtige Tipps und Tricks zwischendurch reingepackt sein, also solltet ihr vorsichtig sein beim Vorspulen, genießt es mit Vorsicht. Wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran, viel Spaß! Fangen wir gleich mit den Fakten an. Jede Menge Leute sagen mir, Design, der Händler ist es. Mit dem Händler macht man einfach so viel Geld. Und hier habe ich euch ein Bild vorbereitet, mit dem ich euch zeigen möchte, wie es doch mit dem Händler wirklich ist. Seid ihr schon ein Händler und seid bei euch im Lager, geht an euren Schlachttisch bzw. der Cripps Handelsgesellschaft und schaut euch das dort einmal an, bekommt ihr dort etwas angezeigt. Ihr habt dort als erstes einmal die Spalte Materialien, dann kommt die Spalte Produktion und dann zum Schluss kommt die Spalte Waren. Und jetzt blende ich euch mein Bild ein. Meine Crew und ich haben alles ganz genau für euch analysiert und ausgerechnet. Und jetzt möchte ich euch natürlich das Ganze erklären. Wir gehen jetzt hiervon aus, dass wir unser Lager zu 100% füllen möchten. Und um das zu erreichen, müssen wir insgesamt zweimal unser Lager komplett mit Materialien befüllen. Währenddessen müssen wir auch insgesamt viermal Produktionsvorräte besorgen. Ihr könnt diese natürlich einmal bestellen. Oder ihr besorgt die selber. Besorgt ihr diese selber, dauert das Ganze im Durchschnitt um die 10 Minuten. Genauso ist es auch mit dem Bestellen. Bestellt ihr eure Vorräte, dauert es ganz genau 10 Minuten, bis diese eintreffen. Und da ihr das Ganze viermal machen müsst, benötigt ihr nur für diese Versorgungsmissionen insgesamt 40 Minuten. Je nachdem, ob ihr jetzt die Sachen selber besorgt oder bestellt, kann das Ganze variieren und dann kann es auch schon mal 50 Minuten sein. Und jetzt kommen wir zum Warenlager. Um unser Lager komplett auf 100% zu bringen, wird der Cripps nun alle 2 Minuten 1% an Waren herstellen. Und das bedeutet jetzt wiederum, wir müssen diese 2 Minuten mal 100 nehmen, weil wir ja auf die 100% kommen wollen. Da sind wir dann ganz schnell bei 200 Minuten. Rechnen wir jetzt die Versorgungszeit und die Produktionszeit zusammen, kommen wir so auf 240 Minuten. Das sind 240 Minuten ohne die Verkaufszeit. Die kommt jetzt natürlich auch noch. Die Verkaufszeit dauert im Durchschnitt 20 Minuten. Das Ganze kann natürlich ein paar Minuten variieren, entweder mal ein bisschen weniger oder mal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, im Durchschnitt braucht ihr dafür 20 Minuten. Das heißt jetzt, 240 Minuten plus die 20 Minuten Verkaufszeit sind wir jetzt bei 260 Minuten. 260 Minuten, um unser Lager komplett zu befüllen und die Waren zu verkaufen. Und das bedeutet im Endeffekt, wir benötigen 4 Stunden und 20 Minuten, um unser Lager einmal komplett zu befüllen und zu verkaufen. Und als Erlös bekommen wir dann einen Betrag von $625. Das müsst ihr euch jetzt merken, denn jetzt geht's so richtig los mit meinem Guide. Ihr seid eventuell nur Händler oder Kopfgeldjäger oder habt vielleicht sogar gar keine von beiden Rollen und wollt euch unbedingt jetzt den Sammler freischalten, dann benötigt ihr jetzt mindestens 15 Goldbarren und einiges an Geld, um euch das ganze Sammler-Equipment zu gönnen. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie ihr an die nötige Kohle und das nötige Gold kommt. Möglichkeit Nummer 1 richtet sich hier an alle, die schon die Rolle als Kopfgeldjäger freigeschaltet haben. Dafür startet ihr ganz einfach eine legendäre Kopfgeldjäger-Mission und müsst dort insgesamt länger als 20 Minuten drin bleiben. Ihr könnt natürlich so lange spielen, bis ihr die Zielperson gefesselt habt und diese lässt ihr dann einfach gefesselt auf eurem Pferd. Und während dieser 20 Minuten, die ihr hier warten sollt, könnt ihr dann natürlich in aller Ruhe jagen. Ihr könnt hier für eure Händlerrolle jede Menge Tiere erlegen und natürlich könnt ihr auch zwischendurch immer wieder NPCs looten. Somit bekommt ihr hier auf jeden Fall noch einige Sachen nebenbei mit. Und sind dann die 20 Minuten um, gebt ihr einfach die Zielperson ab. Ich habe hier an dieser Stelle insgesamt $155 und 0,44 Gold erhalten. Das Ganze variiert immer wieder zwischen
0,4 bis 0,6 Gold und zwischen 80 bis 150 Dollar. Natürlich waren wir auch schon länger als 20 Minuten drin, aber hier an dieser Stelle, länger als 20 Minuten lohnt sich nicht, weil da wirklich nur noch paar kleine Dollar draufkommen. Es lohnt sich nicht wirklich. Also 20 Minuten legendäre Kopfgeldjäger-Mission. Kommen wir jetzt zu Möglichkeit Nummer 2. Möglichkeit Nummer 2 richtet sich hier an alle Spieler. Und zwar geht es hier um die Story-Mission. Ihr geht unter Fortschritt auf Story-Mission und könnt hier an dieser Stelle die Story-Mission wiederholen. Die Leute, die diese noch nicht gespielt haben, denen empfehle ich es sowieso, diese zu spielen. Beim ersten Mal gibt es jede Menge Gold und Geld. Und für alle, die die Story-Mission wiederholen wollen, empfehle ich folgende Mission. Einmal Kerosin, Teer und Gier. Als zweites eine ungewöhnliche Einkommensquelle. Und als drittes, Banken überfallen sich nicht von selbst. Diese Mission müsst ihr einfach nur auf über 40 Minuten strecken. Das heißt, ihr macht alles so weit fertig, dass ihr kurz vor der Abgabe seid. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr jagen gehen und sonstiges machen. Einfach in der freien Welt irgendwelche Sachen machen. Hier empfehle ich euch immer jagen und die Sachen dann beim Schlachter verkaufen. Nebenbei macht ihr so ordentlich Geld. Eine Sache solltet ihr auf jeden Fall beachten. Während ihr diese Mission spielt, solltet ihr nicht sterben. Wenn ihr gestorben seid, gibt es deutlich weniger Gold und Geld. Bei mir ist zusätzlich zum Schluss dieser Mission noch ein Bug aufgetreten, deswegen blende ich euch jetzt hier einmal zwei Bilder ein. Einmal ein Bild, nachdem ich fertig war mit allen Verkäufen beim Schlachter und einmal ein Bild am Ende der Mission. Schaut man sich jetzt hier beide Bilder an, kann man feststellen, dass ich etwas über 0,4 an Gold verdient habe. Zusätzlich gab es auch etwas über 50 Dollar. An dieser Stelle muss man jetzt beachten, Lava ist hier gestorben, deswegen gab es deutlich weniger Geld. Im Normalfall beträgt es durchschnittlich 0,6 Gold bis 0,7 Gold. Bei den Dollars ist es meistens so, dass es hochgeht bis knapp über 100 Dollar. Also einfach mal testen, eine dieser Missionen auf 40 Minuten strecken. Jetzt kommen wir zu Möglichkeit Nummer 3. Möglichkeit Nummer 3 ist sehr effektiv und bringt euch immer richtig viel. Während ihr diese Mission gespielt habt und in die Länge gestreckt habt, habt ihr ordentlich an XP kassiert und somit seid ihr wahrscheinlich auch einige Level gestiegen. Und alle 5 Level gibt es in Red Dead Online eine Schatzkarte. Somit solltet ihr auf jeden Fall regelmäßig eure Schatzkarten öffnen und euch zum Schatz begeben. Im Durchschnitt bringt euch ein Schatz 0,6 bis 1,5 Goldbarren pro Schatz. Des Weiteren gibt es auch meistens Minimum 60 bis 140 Dollar. Hier blende ich euch jetzt einen Beispielschatz ein. Bei denen habe ich 1,2 Goldbarren bekommen und etwas mehr als 90 Dollar. Also an dieser Stelle, Schatzkarten sind auf jeden Fall extrem effektiv. Und jetzt kommen wir zu Möglichkeit Nummer 4. Und an dieser Stelle haben wir die täglichen Herausforderungen. Die täglichen Herausforderungen sind einfach ein täglicher Goldsnack, den man sich immer wieder mitnehmen kann. Und wenn ihr diese täglich macht, gibt es ordentlich Gold. Habt ihr gerade erst mit den täglichen Herausforderungen angefangen, gibt es für jede Aufgabe 0,2 Gold. Insgesamt gibt es 6 Stück. Und dann gibt es als Bonus, wenn ihr alle 6 abgeschlossen habt, nochmal 0,6 Gold. An dieser Stelle blende ich euch jetzt erstmal ein Bild ein. Hier habe ich euch nochmal das Ganze tabellarisch aufgelistet, wo man ganz genau sehen kann, wie viel Gold man pro Tag verdienen kann. In der ersten Woche könnt ihr 1,8 Goldbarren pro Tag bekommen. In der zweiten Woche könnt ihr 2,7 Goldbarren pro Tag bekommen. In der dritten Woche gibt es dann schon 3,6 Goldbarren pro Tag. Und in der vierten Woche gibt es dann 4,5 Goldbarren pro Tag. Hier ist es wichtig, dass ihr jeden Tag mindestens eine Aufgabe machen müsst, um diesen Multiplikator zu bekommen, den ich euch rechts hingeschrieben habe. Und nach 28 Tagen gibt es so gesehen noch als Bonus eine Schatzkarte obendrauf. Dort bekommt ihr dann auch natürlich wieder ordentlich Gold. Und jetzt kommen wir zu Möglichkeit Nummer 5, die Free Room Events. Jeder von euch kennt die Free Room Events und diese sollte man auf jeden Fall mitnehmen, um ordentlich Geld und Gold zu sammeln. Und an dieser Stelle gibt es jetzt eine richtig geile Internetseite. Diese werde ich euch natürlich noch unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf dieser Internetseite könnt ihr einfach mal auf einem Schlag alle Free Room Event Seiten sehen. Ihr bekommt oben sogar angezeigt, wann die nächste Mission startet und könnt so alles planen. Bei den Free Room Events ist es meistens so, dass ihr etwas mehr Dollars als Gold bekommt. Jedoch benötigt ihr auch Dollars, also solltet ihr auf jeden Fall diese Free Room Events mitnehmen und euch diese Internetseite auf jeden Fall speichern.
Habt ihr das alles gemacht, solltet ihr auf jeden Fall genügend Geld und Gold haben, um dann endlich mit dem Sammler fortzusetzen. Ihr solltet euch jetzt als erstes zu Madame Nazar begeben, um die Sammlerrolle freizuschalten. Das Ganze wird euch nun 15 Goldbarren kosten. Und um jetzt an die fette Kohle zu kommen, müsst ihr als erstes den Sammler leveln. Wieso ihr diesen leveln müsst? Ganz einfach, ihr benötigt für mein Guide hier unbedingt den Metalldetektor. Und welche Gegenstände man mit welchem Level freischaltet, dazu hat euch Amkisa ein Bild fertig gemacht. Diesen blende ich euch jetzt einmal ein. Hier kann man sehen, dass man den Metalldetektor mit Level 5 freischaltet. Somit heißt es ganz schnell bis auf Level 5 kommen. Und um das hinzubekommen, zeige ich euch jetzt eine Karte. Auf dieser Internetseite könnt ihr euch alle Schätze in Red Dead Online anzeigen lassen. Diese Karte habe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt und ihr solltet euch auf jeden Fall diesen Link davon speichern. Das bedeutet, ihr könnt innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall einmal alle Schätze einsammeln. Sind diese 24 Stunden um, ändern sich die Plätze und die Schätze spawnen alle neu. Hier halten wir also fest, dass wir innerhalb von 24 Stunden rein theoretisch alle Schätze einsammeln könnten. Aber was müsst ihr jetzt machen, um an Level 5 zu kommen? Dazu switchen wir jetzt nochmal auf eure Sammlertasche. Ihr könnt einmal unter Fortschritt rollen und dann auf Sammler mit der Viereck-Taste die Sammlertasche öffnen. Alle Schätze, die man im Free Room finden kann, werden alle 24 Stunden aktualisiert. Nebenbei könnt ihr natürlich auch noch mit dem Waffenrad auf Gegenstände wechseln und dann habt ihr dort auf der rechten Seite die Sammlertasche. Öffnet ihr die Sammlertasche, habt ihr hier alle Schmuckstücke und Gegenstände aufgelistet, die ihr sammeln könnt oder auch gesammelt habt. Wir konzentrieren uns hier voll und ganz auf die Wildblumen und die ganzen Tarotkarten. Für die Wildblumen und Tarotkarten benötigt ihr nämlich keinen Metalldetektor und auch keine Schaufel. Dann wechseln wir jetzt nochmal auf die Internetseite, die ich euch unten verlinkt habe, die Schatzkarte. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr folgende Schritte beachtet. Links im Bild habt ihr alle Sammlungen angezeigt. Dort müsst ihr jetzt alle Sammlungen deaktivieren, außer die Wildblumen und die ganzen Tarotkarten. Die lässt ihr einmal an. Scrollt ihr jetzt ein Stückchen weiter runter, habt ihr dort die dynamische Route stehen. Diese ist momentan auf Nein und da wechselt ihr einmal auf Ja. Jetzt habt ihr eine Route zwischen den ganzen Wildblumen und den Tarotkarten. Diese Route könnt ihr jetzt nutzen, um effektiv zu sammeln. Habt ihr alles eingesammelt, könnt ihr euch mit diesen Sachen einmal zu Madame Nazar begeben und diese Sachen dort verkaufen. Wenn ihr jetzt noch wissen müsst, wo Madame Nazar ist, ich poste jeden Tag in meiner Community die Location. Ihr könnt natürlich aber auch diese Karte dafür nutzen. Dort wird euch Madame Nazar rot markiert. Verkauft ihr jetzt alle Wildblumen und Tarotkarten bei Madame Nazar, werdet ihr genügend EP zusammen haben, um auf Level 5 zu kommen. Habt ihr dann Level 5 erreicht, heißt es jetzt den Metalldetektor und die Schaufel kaufen. Beide Gegenstände könnt ihr auch gleich bei Madame Nazar kaufen. Die Schaufel kostet euch $262,50 und diese habt ihr gleich schon mit Rang 1 freigeschaltet. Der Metalldetektor kostet euch $700 und diesen habt ihr natürlich mit Rang 5 freigeschaltet. Also beides kaufen und dann geht's weiter. Jetzt geht's an die fette Kohle. Wir werden uns jetzt nur auf die verlorenen Schmuckstücke und die Münzen konzentrieren. Das sind insgesamt 5 Sets und mit diesen Sets können wir insgesamt $1,889 verdienen und das Ganze in weniger als 3 Stunden. Dazu wechseln wir jetzt wieder zur Internetseite mit der Schatzkarte. Hier werden wir jetzt nur die verlorenen Schmuckstücke und die Münzen aktivieren und alles andere deaktivieren. Und dann gehen wir runter auf Route und werden uns jetzt wieder die Route aktivieren. Mit ganz entspannten Reiten. Im Kinomodus, ohne Schnellreisen zu nutzen, habe ich es hier geschafft, innerhalb von weniger als 3 Stunden über $1,800 zusammenzusammeln. Hier ist es einfach nur wichtig, dass ihr euch auf diese 5 Sammlergegenstände konzentriert. Einmal die verlorenen Ringe, diese bringen euch $378 im Set. Dann die verlorenen Ketten, diese bringen euch $335 im Set. Dann die verlorenen Ohrringe, diese bringen euch $364,50 im Set. Dann die verlorenen Armbänder, diese bringen euch $271,50 im Set. Und dann noch die verlorenen Münzen, diese bringen euch sage und schreibe $540 im Set. Habt ihr alle Sets zusammen, könnt ihr euch damit auch zur nächsten Poststation begeben und könnt da die Sachen verschicken. Dafür müsst ihr einfach einmal mit dem Postmeister interagieren und werdet feststellen, dass ihr unten rechts per Pfeiltaste nach rechts die Post verschicken könnt. Somit müsst ihr gar nicht mit eurer Sammlung bis zu Madame Nazar. Sammelt ihr jedoch alle Sets am Tag ein, könnt ihr damit $4,021,50 verdienen.
Das Ganze ist natürlich hier um 50% mehr, aber Leute, ihr benötigt dafür auch fast das Doppelte an Zeit. Somit seid ihr um die 6 Stunden unterwegs, um alle Schätze einzusammeln. Deswegen kann ich euch hier immer nur empfehlen, Leute, konzentriert euch auf die verlorenen Schätze und die Münzen. Dort könnt ihr in weniger als 3 Stunden schon fast 2000 Dollar sammeln. Und wenn man hier jetzt an den Händler zurückdenkt, wissen wir, dass ihr beim Händler innerhalb von 4 Stunden und 20 Minuten gerade mal 620 Dollar verdient. Das bedeutet hier wiederum, wir können mit dem Sammler in weniger Zeit, um es genauer zu sagen, schon fast 1,5 Stunden weniger, knapp das Dreifache an Geld machen. Und das Ganze solo ohne fremde Hilfe. Dafür blende ich euch hier nochmal ein Bild ein. Oben haben wir unser Händlerverdienst. Da können wir feststellen, dass wir innerhalb von 4 Stunden und 20 Minuten 625 Dollar verdienen können. Oder wir verdienen 545 Dollar mit dem Händler, wenn wir alle Versorgungsmissionen bestellen. So gesehen die Versorgungsmission nicht selber machen. Und darunter haben wir jetzt unser Sammlerverdienst. Mit dem Sammler können wir in weniger als 3 Stunden 1889 Dollar verdienen. Und hier, wie gerade schon erwähnt, einfach so mal das Dreifache an Geld, Leute. Das Dreifache, was man mit dem Händler verdienen kann in weniger Zeit. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, in weniger als 6 Stunden noch 4021 Dollar insgesamt zu verdienen. Und das Ganze einfach so nur durch Sammeln. Komplett solo, ohne fremde Hilfe. Und was man hier auf jeden Fall bedenken muss, Leute, eure Schätze, die ihr einsammelt, landen in eurer Tasche. Dort kann kein anderer Spieler ran, somit seid ihr nicht in Gefahr, dass ihr irgendwie bestohlen werdet oder sogar eure Lieferung oder sonstiges zerstört wird. Das ist ein Risiko, den ihr als Händler immer in der Open Lobby habt, dass euch fremde Spieler angreifen, euch stören, eure Ware zerstören oder sonstiges. Und diese Risikofaktoren habt ihr einfach nicht beim Sammler. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, Leute, konzentriert euch voll und ganz auf den Sammler. Das ist mein Trick, den ich schon seit dem Update nutze, um an die ganze Kohle zu kommen. Und deswegen gibt's jetzt nochmal ein paar Tipps und Tricks zum Thema Sammler. Jedes Mal, wenn ihr mit eurem Pferd unterwegs seid, solltet ihr dran denken, euren Metalldetektor auszurüsten. Es wird öfters vorkommen, dass zwischen diesen zwei Schätzen euer Metalldetektor ausschlägt und sich ein weiterer Schatz in der Nähe befindet. Diesen solltet ihr dann auf jeden Fall aufspüren und ausgraben. Wenn ihr mit dem Metalldetektor arbeitet, kann ich euch des Weiteren empfehlen, auf jeden Fall die Kamera auf der Außenperspektive bzw. der Third-Person-Ansicht zu lassen. Wieso? Ganz einfach, ihr könnt euch deutlich besser umsehen. Des Weiteren bekommt ihr auch mehrere Feedbacks, wenn euer Metalldetektor ausschlägt. Der erste Feedback ist über euren Controller, dieser fängt an zu vibrieren. Der zweite Feedback ist akustisch, ihr bekommt so gesehen Geräusche, wo ihr dann wisst, dass euer Metalldetektor ausschlägt und des Weiteren schmeißt euer Metalldetektor noch ordentlich Funken und daran sieht man dann auch, dass dieser ausschlägt. Und wenn ihr schon auf Schatzsuche seid, solltet ihr euch immer deutlich die Umgebung ansehen. Das heißt, ihr seid mit eurem Pferd unterwegs, dann solltet ihr zusätzlich zum Metalldetektor immer wieder Adlerauge aktivieren und Ausschau nach goldenem Glitzern halten. Des Weiteren solltet ihr besondere Locations beobachten. Das heißt, habt ihr irgendwo einen Wasserfall, habt ihr irgendwo eine ungewöhnliche Steinkonstellation oder eventuell ungewöhnliche Baumaufreihungen, dann solltet ihr auf jeden Fall dort auch mal den Metalldetektor auspacken oder euer Adlerauge aktivieren und da auch nochmal nachsehen. Dann gibt es natürlich noch Schätze, die nicht auf den Metalldetektor reagieren. Das sind Schätze, die nur dann vibrieren bzw. euch ein Feedback geben, wenn ihr euer Metalldetektor wegpackt. Das heißt, immer wieder zwischendurch natürlich den Metalldetektor mal wegpacken und gucken, fängt euer Controller an zu vibrieren, habt ihr irgendwelche Geräusche oder sonstiges in der Umgebung. Und eine Randinformation, was meiner Meinung nach eigentlich schon jeder kennen sollte bzw. wissen sollte, für die angehenden Sammler unter euch, wenn ihr euch einem Schatz nähert, desto schneller und stärker fängt auch euer Controller an zu vibrieren. Sei es mit dem Metalldetektor oder ohne Metalldetektor. Und habt ihr jetzt eure Sammlerrolle noch ordentlich gelevelt, dann schaltet ihr später noch ein Freeroom-Event frei, der nennt sich Bergung und diesen solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Bekommt ihr den Freeroom-Event Bergung, immer ganz schnell annehmen und rein da. Alle Schätze, die ihr in diesem Event findet, dürft ihr auch behalten. Diese nehmt ihr so gesehen mit raus in die Open Lobby. Das Geile an diesem Modus ist einfach, dass dort jede Menge Schätze spawnen, die ihr einsammeln könnt und dann später bei Madame Nazar abgeben könnt. Und da wir schon bei diesem Modus sind, hier werdet ihr öfters mal von NPCs angegriffen und da kann ich euch nur empfehlen, ihr sollt zusätzlich zu eurem Metalldetektor die Pistole ausrüsten oder Revolver.
Und wie das Ganze funktioniert, dazu habe ich ein Video gemacht, den werde ich euch jetzt oben rechts verlinken. Dann gibt es noch einen Tipp, den ihr auf jeden Fall immer beachten solltet. Ihr solltet regelmäßig eure Sammlertasche öffnen und dort nachsehen, dass ihr nicht mehr als 9 Stück von einem Gegenstand bei euch habt. Das Problem ist, sobald ihr 10-mal dasselbe Gegenstand habt, könnt ihr es nicht mehr aufnehmen. Als Beispiel, wenn ihr 10-mal dieselbe Münze habt, könnt ihr diese kein 11. Mal einsammeln. So gesehen immer darauf achten, dass ihr höchstens 9-mal denselben Gegenstand bei euch habt. Des Weiteren kann ich euch sowieso nur empfehlen, Leute, verkauft die Sachen nicht einzeln. Sammelt die Gegenstände und verkauft die dann immer komplett als Set. Da gibt es natürlich immer am meisten Geld und deswegen verkauft die Sachen einfach nicht einzeln. Das ist nämlich so eine Sache, wo sehr viele Spieler falsch vorgehen. Ich höre immer wieder von Leuten, dass die zu Madame Nazar gehen und dort ihre einzelnen Gegenstände bzw. Sammlerstücke verkaufen. Der Nachteil daran ist ganz einfach, ihr bekommt deutlich weniger Geld für einzelne Gegenstände als im Set und des Weiteren habt ihr dadurch die Möglichkeit, dass ihr immer Gegenstände sammelt, gleich 2 oder 3 Sets zusammenzusammeln. Und dadurch wechseln wir auch gleich zum nächsten Tipp. Ihr solltet immer wieder eure Sammlertasche öffnen und dort einmal nachschauen, wo euch 1 bis 2 Gegenstände fehlen, damit ihr ein komplettes Set habt. Und dann solltet ihr wieder gezielt vorgehen. Das heißt dann wieder auf die Internetseite, auf die Schatzkarte und dort gezielte Suchen starten. So, dass ihr dann auf die Schnelle ein Set zusammen habt und so die Kohle schneller bekommt. So, das waren jetzt jede Menge Informationen, jede Menge Tipps und Tricks und einige sehr hilfreiche Internetseiten für den Sammler. Da ich sehr häufig darauf angesprochen wurde, wie ich an so viel Geld komme, ganz einfach Leute, Schritt 1 ist auf jeden Fall schon mal der Sammler. Diesen solltet ihr auf jeden Fall euch besorgen, leveln und damit auf die Sammlertour gehen. An dieser Stelle war es dann auch schon mit diesem Guide. Ich bin fertig, ich bin raus, wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Zocken und beim Sammeln. Bis zum nächsten Mal, haut rein, Design.